Ahoi ihr Lieben, schönen guten Morgen aus Belfast von der Lustral von Ponant. Ja, wir sind außerplanmäßig schon seit gestern Abend hier, denn wir konnten gestern die Isle of Man nicht anlaufen. Das wäre wieder ein Ort gewesen, wo wir getendert hätten und ja, es war dann letztlich so schaukelig, ja, dass wir das dann uns gespart haben und dann ist das Schiff schon weitergefahren und da waren wir eben gestern Abend schon hier. Ich war aber noch nicht an Land, ihr könnt es vielleicht sehen hier, Industriehafen. Ja, manchmal ist auch so ein winziges Schiff wie die Lustral nicht davor gefeit, in einem Industriehafen anlegen zu müssen, weil es eben schlicht nichts anderes gibt. Ja, Belfast. So, der politisch Interessierte denkt an den Nordirland-Konflikt. Der musikalisch Interessierte, der denkt an Belfast von Boney M. Ich meine, ich denke immerhin an beides. Ja, ich werde da irgendwie nachher mal von Bord gehen, individuell sozusagen. Aber ich habe euch jetzt in den letzten drei Folgen noch nicht gezeigt, was es hier eigentlich zum Frühstück gibt, weil ich meistens dann darauf verzichtet habe nach dem üppigen Abendessen. Aber heute werde ich mal ganz uneigennützig für euch das ausprobieren. Also kommt mal mit ins Buffet-Restaurant. Ihr habt es gesehen, die Auswahl zum Frühstück ist jetzt nicht riesig, aber ich finde wirklich völlig ausreichend. Man kann jetzt da keine Körnerbrötchen oder so erwarten, das essen die Franzosen halt nicht. Aber dafür wunderbares, fantastisches Baguette, tolle Croissants und ja, ihr seht, was ihr dann hier seht, ihr, was ich dann gegessen habe, da unter anderem ein Omelette mit Ziegenfrischkäse. Das war das Omelette des Tages. Ja, und dann so Croissants, Schoko-Croissant, normales konnte ich dann auch nicht lassen, weil die wirklich extrem lecker sind. So, ja, jetzt fährt gleich der Shuttlebus, also ab nach Belfast. Was nun hier die Einrichtungen im Hafen angeht, tatsächlich eher etwas provisorisch. Ja, hier gerade mal so ein Zelt. Was nun in diesem Kreuzfahrtsegment natürlich nicht extra zu bezahlen ist, ist jetzt der Shuttlebus, der ins City Center fährt. 5 Kilometer ist das etwa entfernt. Ja, das ist ja was, wo so bei den Reedereien im Massenmarkt nochmal die Hand aufgehalten wird. Ne? Da hätte man dann irgendwie 8,50 Euro oder so dafür bezahlt, das ist hier beim Reisepreis enthalten. Es gibt ein Thema hier in Belfast, das viele von euch in Entzücken versetzt. Ja, weiß ich, denn viele von euch sind Fans von Game of Thrones. Ich persönlich kann da jetzt gar nichts mit anfangen, weil ich habe es noch nie gesehen. Game of Thrones wurde ja hier produziert, einmal in Studios, aber auch in der Umgebung von Belfast. So, deswegen ist das hier so eine Pilgerstätte, wenn man so will, für Fans der Serie. Im Moment ist es so, dass ja die letzte Staffel läuft. Ja, und nun ist es so, dass nach jeder Folge wird hier in der City so ein Fenster tatsächlich aufgebaut hier. Ja? Also das ist hier dieses Fenster, das hat man hier nach der ersten Folge der letzten Staffel hier aufgebaut und es wird dort gezeigt, die wichtigsten Ereignisse einer Familie dann hier in dem Fall gezeigt, in diesem Fall Familie Stark. So, das ist jetzt für jemanden, der sich damit gar nicht auskennt, ist es natürlich, muss man sagen, völlig nichtssagend, aber für die Fans natürlich eine super Geschichte. Und nach jeder Folge, nachdem sie on air gegangen ist, wird dann hier so ein weiteres Fenster aufgebaut. Also aktuell sind es hier 2 Fenster, die jetzt hier in der Stadt schon sind und es werden dann hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster. Wenn ihr euch wundert, warum es hier so leer aussieht, das ist ganz einfach erklärt, denn wir haben Sonntag. Aber es könnte nachher noch voller werden, denn die Läden haben, wenn man sich hier mal umschaut, durchaus auch geöffnet heute, aber dann erst so zwischen 13 und 18 Uhr. Was schon geöffnet ist, sind die Souvenirläden und wo man auch hinschaut, hier überall Souvenirs von Game of Thrones. Ob es nun ein Monoge-Pulli ist oder irgendwelche Anstecker, das kann man hier alles kaufen. Zweites großes Thema neben Game of Thrones hier in Belfast, die Titanic. Ja, was hat Belfast mit der Titanic zu tun? Ganz einfach, die wurde hier in der Werft gebaut. Hier sind wir jetzt beim Albert Memorial Clock Tower, so eine Art Mini-Big Ben, um die 34 Meter hoch, errichtet vor über 150 Jahren, damals für schlappe 2500 Pfund, da gab es noch was fürs Geld. Ja. Und er wird genannt, weil er so ein bisschen, kann man vielleicht sehen, nach rechts geneigt ist, Belfast Schieferturm von Pisa. Musik.
Ich bin jetzt hier in einem der aufstrebenden Viertel von Belfast. Und zwar ist das, da oben steht es dran, das Cathedral Quarter. Ja, mit jeder Menge Nachtleben, mit jeder Menge Restaurants und Bars. Ja, und hier kann man so sehen mit den einzelnen Straßen, wo das so lang geht. Ist jetzt fürs Nachtleben noch ein bisschen zu früh, aber trotzdem mal gucken, was es hier so gibt. Und da ist sie, die Belfast Cathedral. Ja, das sieht erstmal so ein bisschen unwirklich aus, wenn man guckt, was ist denn das da für eine Spitze? Ja, Spire of Hope nennt sich das Ganze. Und diese Spitze hat man da in die Kathedrale erst 2007 eingebaut. Das Ganze übrigens aus Stahl, gefertigt in der Schweiz sogar. Und ja, diese Spitze guckt da 40 Meter nach oben raus und steckt ungefähr 14 Meter wiederum im Gebäude drin. So muss man sich das vorstellen, ja. Aber sieht irgendwie, ja, interessant aus, aber irgendwie auch so ein bisschen unwirklich, ja. Was auf jeden Fall auffällt, hier unglaublich nette Menschen, die einen hier auf der Straße auch ansprechen. Ja, eben kam jemand hier aus der Kirche, St. Patrick's, die älteste Kirche von Belfast. Sollte ich auf jeden Fall mal reingehen, sagte er. Dieses große Kunstwerk, dieser große Fisch heißt wenig überraschend The Big Fish. Ja, vor 20 Jahren entstand er 1999. Geht man jetzt näher ran, dann sieht man jetzt, jede Kachel hier erzählt einen Teil der Geschichte von Belfast. Ja, um das jetzt wiederum wiederzugeben, müsste man aber erstmal die Geschichte von Belfast kennen. So, da endet es dann bei mir. Was auf jeden Fall aber nicht gestattet ist, auf den Fisch zu klettern, ist ja auch viel zu gefährlich dann. Und ein paar Meter weiter ist dann auch der Fluss hier in Belfast zu sehen, und zwar ist das der Leggan. Ja, und wo ich hier schon am Wasser bin, kommt jetzt das Wasser auch wieder von oben. Nachdem es die ganze Zeit so ein bisschen getröpfelt hat, wird es jetzt schon wieder ein bisschen stärker. Aber wie gut, dass man doch einen Regenschirm vom Schiff dabei hat. Woran ich mich gar nicht gewöhnen kann, dass man hier bei den Ampeln nicht auf die Gegenseite guckt, sondern hier, ja. Hier muss man hingucken. Und da sieht man dann gleich kann es weitergehen. Aber das finde ich immer sehr irritierend, ja, dass da eben gar nichts ist. Ein paar Meter weiter, der St. George's Market hier in Belfast seit 1896. Ja, ich gucke da mal rein, da bin ich auch dem Regen nicht mehr ausgeliefert. Ja, wobei Hunger habe ich jetzt tatsächlich noch nicht, da soll am Wochenende eigentlich eine ganz nette Gelegenheit da sein, also ich schau mal. Also diese Markthalle würde ich an eurer Stelle, wenn ihr mal in Belfast seid, auf jeden Fall besuchen. Ich fand sie wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja, auch wenn es eben nicht so im Übermaß irgendwie alles clean ist, ja. Das ist ja dann fast auch ein bisschen langweilig so. Also das hat mir richtig gut gefallen eben. Gut 3 Stunden bin ich jetzt unterwegs gewesen hier in Belfast. Das ist natürlich für so eine große Stadt, ich glaube 280.000 Einwohner, ist das natürlich gar nichts. Aber man muss natürlich sagen, ne, mit diesen großen oder mittelgroßen Städten und so einem kurzen Kreuzfahrtaufenthalt ist das natürlich immer so eine Sache. Man kann letztlich nur so einen ganz, ganz, ganz kleinen Eindruck bekommen, ob das vielleicht eine Stadt ist, um mal wiederzukommen. Und ja, ich muss sagen, also die größeren Städte jetzt hier auf der Reise, sowohl Liverpool als auch hier Belfast, ja, finde ich, hatten für mich so einen gewissen Charme. Fand ich auch ansprechend, was ich so gesehen habe, so an Restaurants, an Kneipen, sodass ich mir da tatsächlich vorstellen könnte, dann mal abseits einer Kreuzfahrt auch mal wiederzukommen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass ich irgendwann auch mal wieder Urlaub mache. So, jetzt, also Privaturlaub mache, genau, ist in den letzten Jahren eher wenig gewesen tatsächlich, weil ich dann tatsächlich auch nicht mehr so richtig viel Lust hatte, ja, dann nochmal zu verreisen, wenn man es immer schon beruflich so oft macht, ja. So, jetzt, guck mal, kann man es da schon sehen? Na, da hinten irgendwo, ist da der Bus? Ja, genau, da ist er zu sehen. Da geht es jetzt im Shuttle gleich zurück.
das Mittagessen an Bord hier habe ich dann mal ganz entspannt ausfallen lassen, weil ich dachte, ach Mensch, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal was beim kostenlosen Roomservice zu bestellen. Also relativ kleines Angebot. Suppe gibt es, Salat, Caesar Salad, Lachs mit Toast oder dann die Hauptgerichte, Burger, Fisch des Tages, ein Ribeye Steak, ein Ponant Club Sandwich mit Pommes, weißem Reis, Gemüse und dann noch Selection of Cheese, also Käse, ein Dessert des Tages und Fruchtsalat. Ja, so drei Gänge, ne? Also ich würde sagen hier Grünsalat, Club Sandwich und Dessert des Tages. Das probiere ich mal aus. So, da ist es auch schon hier, der Salat. Ja, guck mal, hier alles noch mit Frischhaltefolie verpackt. Dann das Club Sandwich, Mann, das sieht ja richtig gut aus. Dann hier wahrscheinlich das Salatdressing und hier Dessert des Tages. Na, ich sag ja, die Desserts an Bord, die sind wirklich, ja, richtig gut. Und ich habe dann auch nochmal hier, um mal zu sehen, wie das kommt, kann man sich auch bestellen dann da kostenlos irgendwie ein Glas Wein noch dazu. Ist doch jetzt so als Mittagessen gut, oder? So, der Salat, ja, also die drei Gänge haben sich gesteigert nacheinander. Der Salat war erstmal so, ja, naja, bisschen öde, langweilig. Ja, dann das Club-Sandwich, richtig gut. Und dann das Highlight, ja, aber das wundert mich hier an Bord nicht, weil die Süßspeisen waren bislang alle gut. Das Highlight war wirklich das Dessert, diese Schnitten waren richtig lecker. Ich hoffe, ihr entschuldigt, es ist ein bisschen unaufgeräumt hier, ja, weil ich ja später dann schon am Packen bin. Aber ich will nochmal hier, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Vlog schon gezeigt habe, aber diese wunderbare Geschichte auf der Kabine ist ja ein Bluetooth-Lautsprecher, ein drahtloser. Ja, ich meine, man kann den mit auf die Kabine nehmen, auf den Balkon nehmen, wenn man möchte. Wobei, wenn das jeder macht, das wird auch wieder ungünstig. Und da kann ich dann halt hier vom Smartphone meine Musik abspielen. Kleines Quiz. Wer diesen Titel errät, schreibt es in die Kommentare. Ist schwierig, oder? Diese paar Sekunden. Das war schon alles. Also, wer den erkannt hat, schreibt es in die Kommentare. Ja, ihr seht, der Wettergott hat sich hier nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ja, und das ist es dann hier auch schon gewesen. Ich meine, gut, könnte jetzt irgendwie schöner noch sein hier am letzten Abend, aber ist ja nicht zu ändern. Also jetzt das Auslaufen hier aus Belfast. Heute nochmal Galaabend zum Abschied auf der Lustral und ich habe das beruhigende Gefühl, dass die Hose nicht mehr kneift als zu Beginn der Reise. Ja, also scheine ich doch mal ja, mit 100 Gramm Gewichtszunahme oder so davon gekommen zu sein. Also ja, hält sich in Grenzen. Also jetzt nochmal die große Verabschiedung und dann danach das Gala-Menü. Ich hatte den Eindruck, da zur Verabschiedung war wirklich die komplette Crew auf der Bühne, ja. Ich meine, bei 140 Crewmitgliedern geht das ja auch mal, ja. Danach gab es dann das Gala-Dinner im Restaurant, ja, und da gab es dann erstmal eine Vorspeise bestehend aus Linsen und einem Schaum von Kichererbsen. Dann gab es Jakobsmuscheln, dann pochierte Langusten und dann so ein Klassiker der französischen Küche, nämlich Rossini, also Bœuf Rossini, also das ist dann so Rinderfilet. In dem Fall dann so mit einem Stück Leber drauf, ja, sehr klassisch. Und dann kam mein absolutes Highlight, ja, schon wieder das Dessert, Wahnsinn. Also ein Passionsfruchtkuchen nannte sich das, ja. Aber das war wirklich richtig, richtig gut. Das ist ein sogenanntes Signature Dish bei Ponant, also eines der Gerichte, ja, die es dann irgendwie in der ganzen Flotte auch gibt, aber richtig gut gewesen. Und dann gab es noch so kleine Vanille-Madeleines, ja. Ich bin wirklich unglaublich satt, also deswegen habe ich jetzt auch hier dieses Macaron von, wie heißt die Firma, La Durée, das sind irgendwie so ganz besondere, habe ich jetzt auch noch gar nicht gegessen. Das passt einfach nicht mehr rein, ja. Ja, das muss man sagen, auch so ein bisschen so fazitmäßig. Die französische Küche hat es schon so ein bisschen in sich. Ich bin dann auch deswegen froh, dass ich nach einer Woche hier dann wieder runterkomme und dann wieder ein bisschen leichter essen kann. Ja, also das war wirklich nicht so ganz ohne, aber war immer lecker, muss man wirklich sagen. Fast immer. Ja, und dann war noch eine Show mit so französischer, ja, so eine Paris, so eine typische Show, wie sie auch in Paris sein könnte. So wollte ich sagen. Da
das ist sie gewesen, meine Reise mit der Lustral von Ponant. Mein erstes Mal mit Ponant, ja. Auch da wieder die Show, fand ich, war für so ein Minischiff schon ganz erstaunlich, was sie da gemacht haben. Ja, also schon eine ganz gute Geschichte im Großen und Ganzen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden auf Ponant, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal Angebote checken wollt. Genau, da geht das. Und ja, da sehen wir uns wieder auf einem anderen Schiff an einem anderen Ort. Aber bis ganz bald. Tschüss.